Es herrscht ausgelassene Stimmung auf dem Landgrafenplatz in Friedrichsdorf. Bands sorgen für gute Laune und das Publikum lässt sich nicht zweimal bitten. Es wird getanzt. Wie immer findet am 1. Juli-Wochenende traditionell der Hugenottenmarkt statt. Bei sonnigem Wetter sind nachmittags bereits die meisten Bierbänke besetzt. Neben kühlen Getränken ist hier auch für das leibliche Wohl gesorgt. Imbissstände mit Bratwürstchen finden regen Zulauf, sodass hier eins nach dem anderen auf dem Grill landet. Doch das Angebot ist reichlich. Imbiss- und Verkaufsstände erstrecken sich über die gesamte Hugenottenstraße. Und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von herzhaften bis zu Süßigkeiten am Gemischtwarenstand findet sich alles, was das Herz begehrt. Und das kommt bei den Besuchern an. Ja, ich finde es immer ganz gemütlich. Man trifft so ein paar nette Leute und es gibt leckere Spezialitäten. Und wenn das Wetter mitspielt, dann ist es natürlich doppelt so schön. Und schöne Musik gibt es noch dazu. Alles ist wunderschön. Auch diese Musik eben, die Country-Musik, die liebe ich, die ist sehr schön. Und auch die ganzen Stände, das Essen ist sehr schön alles. Die Gesellschaft, die Geselligkeit, die vielen Menschen, die Leute. Ganz schön hier, weil es ist auch abwechslungsreich und es gibt auch viele tolle Stände und ja. Die Veranstalter geben sich auch sehr viel Mühe, hier immer wieder vernünftige Musikgruppen zu finden, die jedermanns Geschmack doch treffen. Und das merkt man auch an dem Publikum, was hier zusammenkommt. Die Friedrichsdorfer Hinterhöfe sind längst kein Geheimtipp mehr. Die Menschen genießen hier das Zusammensitzen in netter Atmosphäre. Zudem lockt später am Abend hier Live-Musik das Publikum in Scharen an. Doch noch ist es nicht so weit. Erstmal flanieren die Menschen die Straße entlang, um nach Möglichkeit alles zu erkunden. Auch an die Kleinen ist gedacht. Die Kinder kommen auf dem Hugenottenmarkt auf ihre Kosten, denn es gibt einiges zu entdecken. Da gibt es das altbekannte Entenangeln in dem umfunktionierten Planschbecken, das ebenso gut ankommt wie das klassische Kettenkarussell, welches traditionell immer an derselben Stelle, direkt neben dem Landgrafenplatz steht. Je später der Abend, umso voller wird es dann auch. Wenn die Lampions angehen und so ankündigen, dass es bald dunkel wird, weiß der erfahrene Hugenottenmarktbesucher, dass es jetzt erst richtig losgeht.